Grüße Freunde, heute sprechen wir über ein Outdoor-Messer mit einer durchgehenden Klinge von Rook und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Oft kommt es vor auf diesem Kanal, dass ich zu Ausrüstung noch ein zweites Video mache und zwar, wenn ich sie länger in Benutzung habe. Sozusagen, um euch eine Langzeitperspektive zu geben und überprüfen zu können, was denn so an den Informationen aus dem ersten Video nach langer Sicht noch stimmen. Das passiert nur mit diesem Messer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Marke richtig ausspreche. Rook. Wie auch immer, könnt ihr natürlich im Internet jederzeit beziehen. Und das habe ich jetzt ein bisschen länger in Benutzung. Erstmal die Fakten dazu. Der kryptische Name dieses Messers, einmal komplett ausgeführt, ist das Rook RKE F118G F118-G. Ja, meine feste Klinge, die etwas unter 12 cm lang ist, nämlich 11,43 cm. Wir haben eine Gesamtlänge von 22,22 cm. Der Griff ist aus einem grünen G10 Material, das ist ein Verbundmaterial. Wir haben eine Klinge aus Edelstahl, die Bezeichnung vom Edelstahl ist 14C28N. Als Klinge vorne haben wir einen sehr standardisierten, am häufigsten vorkommenden Flachschliff. Das Messer bewegt sich momentan zum Erstellen des Videos im Bereich von 78 Euro, hat eine schwarze ABS Kunststoffscheide mit dabei sowie einen schönen Gürtelclip. Das Messer wird als Outdoor-Messer als auch als Jagdmesser beworben. Ich bin kein Jäger, das heißt, ich kann zur Jagdseite auf jeden Fall nichts sagen, ob es als Aufbruchmesser etc. verwendbar ist. Wir haben zum schönen Abschluss noch, wie sich das bei solchen Messern meiner Meinung nach gehört, eine durchgehende Klinge. Und ihr habt ja auch schon gesehen, es ist natürlich ein feststehendes Messer, das heißt kein Klappmesser. Das sind die ganzen langweiligen, harten Fakten. Natürlich könnt ihr die in den Links, die ich unten in die Videobeschreibung reinpacke, nochmal genauer nachlesen. Ich werde euch auch einen Link zu Amazon reinsenden. Wenn ihr da draufklickt, dann ist das ein sogenannter Affiliate-Link, bei dem ich Prozente bekomme, wenn ihr danach etwas bei Amazon bestellt. Vielen Dank dafür im Voraus. Wie ist jetzt meine Erfahrung und meine abschließende Meinung zu dem Messer? Ich finde das ein sehr schönes Messer in der mittelpreisigen Kategorie. Ne? Wir kennen ja die günstigen Messer, das ist so der Mora-Bereich, von dem man ja mittlerweile Kopien in jedem Baumarkt bekommt, manchmal sogar die Originale. Und die ganz teuren, die richtigen Spyderco's und was es da alles gibt für über 200, 300 Euro, die sind eine andere Kategorie. Dieses reiht sich mit 80 Euro, wie ich finde, im mittelpreisigen kategorischen Bereich ein. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Ergänzungsmesser, das man für allerlei Arten benutzen kann. Wir haben natürlich das standardisierte Schnitzen, feine Späne machen, grob schnitzen etc. Das funktioniert alles ohne Probleme. Der Stahl ist gut, er lässt sich gut nachschleifen, wird aber auch nicht zu schnell stumpf. Wir haben eine sehr robuste Bauweise an diesem Messer, wo wir mit der durchgehenden Klinge, die ich euch einmal ganz kurz in der Nahansicht zeige, keinerlei Probleme haben. Ihr seht, die geht einmal von hinten bis komplett vorne durch und macht das Messer sehr robust. Bei mir sind keine langfristigen Probleme aufgetreten. Form des Messers, einfach sehr praktikabel. Ich finde es sehr einfach und gut gehalten. Ich finde, so muss ein standardisiertes Seitenmesser, das man an der Seite vom Gürtel trägt, sein. Wir haben hier einmal zwei Schrauben, die den G10-Verbundgriff, der sich sehr angenehm anfühlt, zusammenhält. Hier haben wir die durchgehende Klinge. Wir haben hier hinten einen kleinen Überstand, mit dem man Nüsse aufbrechen kann, was weiß ich. Also damit kann man ein bisschen zuhauen sozusagen, ohne die Griffschalen zu beschädigen. Wir haben hier hinten auch ein kleines Loch für ein Lanyard, eine Schnur, wie auch immer ihr Messer befestigen wollt. Ihr könnt dadurch natürlich zum Beispiel eine Fangschlaufe selber bauen, dass ihr hier eine längere Schlaufe habt. Dann geht ihr hier durch, dann geht das Messer auf jeden Fall in der Hand nicht verloren. Es kann euch nicht rausfliegen, wenn ihr damit zuhacken solltet oder nicht. Das Zuhacken selbst, ja, es ist kein schweres, kein besonders kopflastiges. Ein bisschen könnte man das machen, wenn man das wollte. Ist aber nicht unbedingt das, wofür es gemacht ist. Wir haben hier oben eine Riffelung, damit man nicht so leicht abrutscht. Wenn man hier zum Beispiel den Daumen drauf hat, so hat man noch ein bisschen mehr Handling. Und sehr gut ist dann natürlich hier unten diese kleine Kuhle für eure Zeigefinger, dass ihr nicht abrutscht in die Klinge, wenn ihr damit irgendwas machen solltet. Den Flachschliff zeige ich euch auch noch mal ganz kurz.
Den seht ihr hier, ein ganz standardisierter Flachschliff. Das ist ja, soweit ich informiert bin, der am häufigst vorkommende Schliff, den es so gibt. Eine schöne Kombination aus Robustheit und trotzdem Schneidefähigkeit. Ist auch meiner Meinung nach relativ einfach selbst nachzuschleifen. Ich habe da auch ein paar Videos auf meinem Hauptkanal. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Der Elefant, der bei Outdoor-Messern natürlich immer ein bisschen im Raum steht, ist, kann man das Messer zum Batonieren benutzen, das heißt zum Spalten, indem man es ansetzt und dann von oben mit einem Stock draufhaut auf die stumpfe Seite der Klinge, um so ein größeres Holzstück zu spalten. Das ist kein Problem, das Messer hält das aus und natürlich ist auch das durchführbar. Somit ist es natürlich für allerlei Arten, die man draußen an Outdoor-Aktivitäten machen möchte, eine sehr gute Unterstützung. Wie gesagt, nochmal zum Aufbrechen etc. mit der Jagd kann ich nicht viel sagen. Da ich kein ausgebildeter Jäger bin, sondern einfach nur ein Tracking-Bushcraft-Auto-Enthusiast. Und das war es eigentlich auch schon an allen wichtigen Informationen zu diesem Messer. Klein, aber fein, so wie ich das Messer selbst auch empfinde. Wenn ihr zum Beispiel selbst ein kleines Zweitmesser sucht oder euer erstes feststehendes Messer, nachdem ihr ein Victorinox habt etc., dann schaut euch dieses Messer doch mal an, zum Beispiel über die bereits erwähnten Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Natürlich werden gleich an der Seite, wie immer bei YouTube, noch viele von meinem Kanal erscheinen. Da könnt ihr euch einmal mal durchklicken, da gibt es auch viel zu Messern. Und auf meinem Hauptkanal gibt es manchmal Informationsvideos dazu, wie man Messer schleift und benutzt. Bis dahin. Tschüss, tschüss.